Den Ohren, ne? Oh, oh. Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsstufen zu haben. Nein! 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 Das nein, 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 nein! Ohne Strom läuft hier nichts. Wow, 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 wow! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Alter, ich muss weg, 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 ich muss weg. Ich habe keine Zeit für euch. Ich habe keine Zeit für euch. Speichern wäre cool. Speichern wäre echt cool. Speichern wäre echt von Vorteil. La 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 la. Wow! Wow, 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 la 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 la. Das sind ja die anderen. Wow! Geh weg, 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 geh weg. Wow! Alter, die sind überall! Die sind überall, die Drecksäcke! Alter, die sind überall, die Drecksäcke! Die sollen sich verziehen! Die sollen sich verziehen, die sind überall! Alter, die sollen sich verziehen, die sind überall! Geh weg! Alter, was soll ich denn machen? Die sind überall! Bruce! Hallo? Hallo? Gronks Bruder hat die gleiche Stimme? Ja, habe ich schon von vielen gehört. Du weißen Scheiß, weißt du? Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich renne hier nur rum. Ich habe ein paar Sachen aktiviert. Wo müssen wir denn hin? Zugriff auf rechten Speicher. Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Domterminal Zugang. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Können wir aussuchen. Rechts oder links lang. Rechts ist nochmal ein Speicherpunkt. Den werde ich nochmal... Ich werde versuchen, nochmal rechts zum Speicherpunkt zu kommen. Vorsichtshalber. Fangt den Reflex. So sieht's gerade aus. Fangt den Flexi. Psst. Die sind alle hier. Alter! Geh weg! Auf jeden Fall! Ich muss mal eben jemand bannen. Entschuldigung. Okay, der geht da hinten raus, glaube ich. Ich glaube, der geht da hinten raus. Ja. Ich glaube, der geht da hinten raus. Aber da hinten habe ich gerade an der Scheibe noch jemanden gesehen. Ich glaube... Waren hier zwei drin? Kann das sein? Ich werde mal versuchen, rechts zum Speicherpunkt zu kommen und dann so rechts rumzugehen, dass wir zusammen da irgendwie in die Richtung kommen. Ich versuche das mal, weil ich weiß, dass hier ein Speicherpunkt war. Den werde ich mal ganz schnell benutzen. Ich bin mir immer so unsicher. Wenn jemand einen Link postet, bannen. Und bei Beleidigung auch sofort bannen. Ja? Bei der ersten Beleidigung und bei dem ersten Bann, bei der ersten Beleidigung, wenn zum Beispiel jemand schreibt, Hurensohn, Wichser, Bastard, Hitler, sofort bannen. Wenn jemand einen Link postet, sofort bannen. Auch sofort. Sofort bannen, damit die wissen, was los ist, was Ambach ist. Ja? Den Typ, der den Link gepostet hat. Ja, ist ja keine Werbeplattform hier. Ja?
So, jetzt gehen wir mal nach Navi. Ein wenig. Boah, Alter. Alter, diese Dramaturgie jetzt gerade hier in diesem Spiel. Wir haben immer noch keine neue Batterie. Ich weiß, wir können auch hier lang gehen. Eben kurz gucken, können wir was bauen? Ja, wir können Medipaket bauen. Machen wir doch direkt mal. Können wir noch was bauen? Noch ein Medikit? Wir haben ja so viele Sachen. Uah! Jetzt weiß ich, warum wir so viele Medikits bauen können. Und eine neue EMP-Mine. Ja! Noch was? Nee, das war's. Okay. Oh, da kommt einer. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Du bist ja hart, nicht mal Verwarnung. Nee, Verwarnung nicht. Gibt ja der Nightbot schon die Verwarnung. Prost zusammen. Und außerdem, die können ja trotzdem den Stream verfolgen. Ist ja nicht so, dass sie dann den Stream nicht mehr gucken können. Die können ja den Stream trotzdem noch gucken. Nur sie können nicht mehr schreiben. Man könnte ihnen auch ein Timeout geben. Ja, ein Timeout. Wäre gar nicht mal so schlecht. Könnte man auch machen. Aber ich bin mal sowas eigentlich relativ hart. Weil, warum muss man bei einem vollen Stream, ja, wo jetzt hier 67 Leute sind, warum muss man da einen Link posten? Man hat man da nicht andere Möglichkeiten, dass man sagt, boah, ey, ich brauche Leute, die mal auf der Page gehen oder so, ey. Andere Möglichkeiten, Werbung zu machen, braucht man eine andere für? Also so muss man ja im Kopf ja eigentlich mal ein bisschen schlau sein, aber boah, diese Dramaturgie, Alter! Alter, Alter, ich kann gleich nicht mehr, ich brauche gleich echt eine Ibuprofen. Wow! Boah, das war knapp. Das war echt lucky. Das war echt lucky. Boah, bitte. Bitte, 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 bitte durch den Schacht. Bitte durch den Schacht. Ja. Boah, ist das am Wummern. Ey, das sieht jetzt mal voll aus wie früher Forsaken. Ich weiß nicht, ob Forsaken irgendeinem was sagt, aber Forsaken sah genauso aus. Zumindest jetzt mit dem Roten und alles. Spannung. Boah, hört ihr dieses Wummern? Habt ihr dieses Wummern auch auf den Ohren? Oder auf eure Lautsprecher? Das ist der Wahnsinn. Das ist so geil. So muss ich ein Spiel anhören. Wirklich. Vom Sound, ey. Und von der. Alter. Ich kann gleich nicht mehr. Ja, einen Link von mir darf man natürlich posten. Das ist natürlich klar. Was? Alter. Alter, wo bin ich? Hallo? Ganz leise. Ich muss auf jeden Fall hier in diesem Raum. Alter, was ist denn das? Boah. Alter Falter. Ist das cool gemacht. Krass. Halleluja. Lucky, lucky, lucky. Werbung. Vielen Dank für die Werbung. Wie gesagt, Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr einschalten. Und meinen YouTube-Channel seht ihr da unten. Wurde gepostet vom Nightbot Reflex GER. Hallo? 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 Alter, ist das schwer. Alter. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken? Ich kann das überhaupt nicht hacken, weil das so schnell geht. Das heißt, ich muss irgendwie was. Oh, speichern. Ja, speichern. Ja. So, ich muss mal kurz husten. Entschuldigung. Noch ein, zwei Bier. Noch ein, zwei Bier, dann geht's easy. Auf jeden Fall. Prost zusammen. Ja, definitiv wurde das Filmstudio mit einbezogen. Weil sonst wäre es echt nicht so gut geworden. Schalter benutzen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Wo muss ich denn hin?
Ich bin doch jetzt richtig. Da komme ich ja wieder raus. Okay, gehen wir mal weiter. Mann, es ist ja dunkel wie ein Bärenarsch. Und ich habe nicht mehr so viel Batterie. Ah, vielleicht müssen wir mal den Schalter auch noch benutzen hier. Aber es bringt ja nichts, oder? Schauen wir mal, wo ist das Terminal? Hier. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ey, so genau. Nee, so schnell geht's gar nicht. Also, nee. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, das abzuschalten. Dass das irgendwie. Tja. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwas tun können. Weil anscheinend können wir da irgendwie. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken. Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo-Kern. Sammeln Samuels konnte Ripley direkt Zugriff auf den Apollo verschaffen. Dies muss jedoch an dem Kern im Zentrum des Hauptcomputers geschehen. So, Zugriff auf rechten Sprecher, Zugriff auf linken Sprecher haben wir getätigt. Aber wir müssen noch irgendwas müssen wir noch tun. So, hier können wir nichts machen. Oder? Was benutzen? Ah. Ah, okay. Notfallüberbrückung. Vielleicht können wir in diesem anderen Dings auch was machen. Schauen wir mal eben. Ich habe auch Angst. Ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt Respekt jetzt gerade. Kurze Frage an alle: Was hat Prometheus mit Alien zu tun? Kannst du den Film, kannte den Film vorher nicht? Ich habe den Film selber noch gar nicht gesehen, Prometheus. Ich habe keine Ahnung. Sollte mir das Leben leichter machen. So. Entschuldigung. Ich glaube, das sollte das Leben leichter machen. Das heißt für uns, jetzt können wir endlich das Terminal hacken. Glaube ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. So, Hallo, 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 hallo. Oh, mach's doch nicht so spannend, Reflex. Oh, mein Gott. Ziehen Sie Apollo zu Rate? Wie? Was? 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 Prost zusammen. Alter, sieht das geil aus. Entschuldigung. Boah. Ist es das Ende? Ist es nicht das Ende? Wir wissen es nicht. Wir werden es jetzt erfahren. Oder auch nicht. Schauen wir mal. What the fuck? So. Jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Pac-Man. Das wäre so cool. Das wäre so ein geiler Twist, wenn jetzt auf einmal Pac-Man kommen würde. So, Androiden auskoppeln. Negativ. Weyland Yutani. Was zur Hölle? Weyland Yutani? Weyland Yutani ist Eigentümer der dieser Anlage. Kaufvertrag erhalten am 21.07.2037. Was ist der Sonnenauftrag? 939. Höchste Priorität, Organismus schützen Sie Stationsquarantäne eigentlich der Kontin. So schnell kann ich gar nicht lesen. Alle weiteren. Hundesöhne! Sie ist nicht auf der verdammten Station. Okay.
Kreatur befindet sich nicht mehr auf der Sevastopol. Sonderauftrag 939. Negativ. Scheiße. Alter, ist das geil gemacht. Untersuchen Sie den Zentralreaktor. Boah, wie viele Knöpfe es hier gibt. Intern Core, SD, 06H, SD, 60, Alarmleit. Alter, wie viele Knöpfe es hier gibt. Das gibt's doch gar nicht. Hier oben auch, aber sie sind nicht beschriftet. Die hier sind wieder beschriftet. Hier vielleicht auch wieder welche. Electric Command, Alarmleit, Interconfet. Alter. Alter, ist das mal ein geiler Raum. Muss ich ja mal echt sagen. Oh mein Gott. Ist ja wohl mal echt krass. Wir werden jetzt mal speichern. Ganz fix. Denn jetzt haben wir wieder ordentlich... Wir haben ordentlich was geschafft. Wollte ich gerade gesagt haben. Und die Klappe ist auch zu. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Pause. Und dann geht's spannend weiter mit Alien Isolation. Wir gehen, glaube ich, aufs Finale zu. Und ihr solltet es auf keinen Fall verpassen. Denn wir machen jetzt eine kleine Pepe- und Pupo-Pause für alle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Oh mein Gott, ist das mal richtig genial. Ein tolles Spiel bis jetzt auf jeden Fall. X-Knopf. Wenn ich dir da jemand sag, drücke den X. Viel Spaß beim Suchen. So, ja, dann werden wir mal hier runterklettern und mal schauen, was uns da erwartet. Wir bauen bessere Welten. Wer es glaubt, wird selig. Ich habe das Gefühl, wir gehen stark aufs Finale zu. Bei Alien Isolation. Oh mein Gott. Alter, wo sind wir? Oh, ein Computer zum Lesen. Dann gehen wir doch direkt mal hin. Ja, sieh was du, Link. Juhu. So, Apollo primäres Interaktionslog. 11.11.2137. Klasse. Menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgehende Nachrichten an Vertreter von Wayland Yutani erhalten und überwacht. 16.11.2137. Klasse Colonial Marshall. Schadensbericht. Vorübergehende Notfallmaßnahme in San Cristobal. Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. 17.11.2137. Klasse externe Interaktion, Kaufvertrag erhalten, Organisationsregelwerk von Wayland Yutani erhalten, zertifiziert und installiert. 23.11.2137, Klasse Colonial Marshall Schadensbericht, Notfallmaßnahme in San Cristobal, Krankenstation verlängert, keine weiteren Informationen verfügbar. Die Richtlinien Hashtag 00 43B56 eingeleitet. 24.11.2137, Klasse Gefahren, Eindämmungsalarm, unbeständige Scans im Reaktorsystem, Sonderauftrag 939 eingeleitet. Höchste Priorität, Organismus schützen, Stationsquarantäne aufrechthalten, Kommunikation unterbinden. 11.12.2137, also 2137, Klasse Sevastopol, Ankunftslog, neuer Einwohner, die von Systempersonal im Apollo-System eingetragen werden, Ripley Amanda, zweites Stockwerk, Wayland, zweites Stockwerk, Wayland Yutani, Taylor Nina, viertes Stockwerk, Wayland Yutani, Samuels Christopher, dritter Stock, Wayland Yutani, einsetzbar, 11.12., Entschuldigung, 2137, Klasse Gefahren, Eindämmungsalarm, mögliche Gefahren für Organismus in Gefahrenslabor von Projekt KG 348, Gefahren, Eindämmungsalarm auf Omega erhöht.
Das klingt, KG-348 klingt so ein bisschen nach das Alien, würde ich jetzt mal behaupten. Puh. So, kein Aufsehen erregen. Spedding. Ransom hier. Nachdem Weyland-Yutani Amok. Ach, Amoklauf lese ich schon. Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne jede Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Aufkauf kein Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwundene Menschen hören, aber wenn die Gerüchte über verschwundene Menschen hören, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie es sich anders überlegen. Okay, Audio ist nicht, Zubehör ist auch nichts. Es soll ja bald ein Feature geben. Ein Feature, was auf der. S was? Es soll ja bald ein Feature, was auf. Was das Streamen auf der PlayStation 4? Punkt, Punkt, Punkt. Da fehlt noch irgendwas. Alter. Alter, diese Atmosphäre jetzt gerade hier in diesem Bereich ist schon echt heavy. Zu dem Maschinenraum. Ladebildschirm. Beratung Trophäe erhalten. Prost zusammen. Damit herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Und natürlich mein YouTube-Channel Reflex GER, wo momentan auch The Evil Within läuft. Könnt ihr mich gerne mal besuchen. Einfach mal Werbung in den Chat schreiben. Werbung wäre jetzt echt angebracht. Und dann seht ihr auch meinen YouTube-Channel und die Infos zur Let's Play Live Show. Ne, Gizmo? Der ist am Pennen. Meine Katze ist übrigens am Schlafen, der Gizmo. So, ich glaube, wir gehen echt stark auf. Was? Hatten Sie wieder Funkverbindung? Auf Finale zu. Ich bin Yurip. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland-Yutani-Protokoll. Boah, sieht das geil aus. Wie bitte? Season hat sich verkauft. Nicht Verrubung, Werbung. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Da steht schon, Nightbot. Was mit dem Reaktor nicht? Sie gehören zur Firma. Sagen Sie, es juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Vielen, vielen Dank. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Also YouTube-Channel, Reflex GER. Die Let's Play Live-Show jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr nur hier. Einfach in der Suche eingeben LPLS oder halt Let's Play Live-Show, alles zusammengeschrieben, ohne Komma, ohne Punkt. Und ich glaube, wir gehen echt auf Finale zu und ich bin echt gespannt, wie das Finale wird. Haltet euch fest, schnallt euch an. Let's Play Live Show Alien Isolation Finale. Seit dem 3.10. spielen wir Alien. Und es sieht verdammt nach Finale aus. Boah. Ich hoffe es mal. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel hier davon. Drobolowski, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show und hier ist irgendwie irgendwas am runtertropfen, da gehe ich mal nicht lang. Alter, das ist so. Ich weiß nicht, ob es Saba ist, ich habe keinen blassen Schimmer. Strom wiederherstellen, hier ist ein Schalter, da müssen wir aber erst den Strom wiederherstellen. So, erstmal hören. Also diese Atmosphäre jetzt gerade vom Spiel ist echt Bombe. Ich meine, das ganze Spiel über war das schon so cool. Ich bin echt begeistert. Also ich freue mich echt schon auf die anderen zwei Spielmodi. Also dieses Überleben und so. Und woher kommt dieses Kettengeräusch? So, hier geht's nicht lang. Dann schauen wir doch mal. Da ist auf jeden Fall eine Tür und ein Speicherpunkt. Ich sehe einen Speicherpunkt. Alter, ich sehe einen Speicherpunkt. Ich sehe einen Speicherpunkt, aber ich komme nicht weiter.
Entschuldigung. Ich sehe einen Speicherpunkt, aber ich komme nicht weiter. Das ist natürlich ärgerlich. Kann ich hier irgendwas tun? Ah, hier. Ja. Ich habe vor kurzem eingeschaltet. Echt gut den Stream. Hier. Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Freut mich. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr einschalten. Let's Play Live Show. Und Reflex GER, mein YouTube-Channel. So, ich denke mal, dass jetzt die Maschine fahren wird. Yeah! Geil. Boah. Okay, das war's dann auch. Weiter fährt sie nicht. Aber wir haben einen Speicherpunkt und eine Tür. Ja, speichern. Wir haben gespeichert. Alter, wir haben gespeichert. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen mit Finale. Ich glaube, das sieht echt nach Finale aus. Also, jetzt habe ich echt das Gefühl, es ist Finale. Aber man weiß ja nicht. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Workshop? Ja, Workshops gebe ich auch übrigens. Let's Play Workshops. Falls einer Interesse hat. Nein, natürlich nicht. Aber wäre cool, wenn ich es geben würde. Könnte ich eigentlich machen, so eine Let's Play Workshop Schule.